Den haben wir zumindest schon mal erwischt. Den auch. Und ausgeschaltet. So, und jetzt fehlt noch der hier. Nee, hinter uns. Er kommt. Den verfolgen wir auf jeden Fall und ich bin mir sicher, dass genau da vorne dann der nächste Schwung kommt. Oder auch nicht. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen. Ah, scheiß auf die Basis. Hochziehen! Hochziehen! Geiler Scheiß, was sauer ein Kopf hier mit dem Rad, ne? Wow, sieh mal da! Ist das geil? Es ist so großartig umgesetzt. Man könnte fast meinen, die haben Spaß im Krieg. So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich versprech's. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen. Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher aus so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Hol die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Feind auf 6 Uhr, schüttle ihn ab! Feind auf 6 Uhr, den holen wir uns. Okay, ich repariere mal ganz kurz. Los, gib nicht so an! Erledige lieber die Luftschiffe! Du hast gesagt, Feind auf 6 Uhr, den habe ich mir jetzt geholt. Also, beschwer dich nicht. Hinter uns ist einer. Hinter uns war einer. Eigentlich waren zwei hinter uns. Komm. Ah, zieh hoch. Scheiße, überhitzt. Let's go.
sehen Flachsinnstellung. Wow. Ich sehe sie. Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Ja, ich muss mich schnell nochmal reparieren, weil da ist gerade wieder einer mit uns kollidiert. So, wo sind die Flachs? Flachs ist doch ein Flachs, ein Klacks mit dem Flachs. Vielleicht aber ja auch doch nicht so ganz der Klacks mit der Flachs. Also pass auf. Heiz diesen Wagen ordentlich ein. Du hast ihn erwischt. So, ich flieg mal kurz wieder eine Schleife. Dann holen wir uns die hier vorne. Und die hier hinten. Okay, die holen wir uns doch noch nicht so ganz. Und ich sollte auch noch mal kurz wieder reparieren. Nein! Nein! Clyde Blackburn, 1889 bis 1917. Ach, jetzt sind wir im Jahr 1917, okay. Das ist auch geil zu wissen. Aber verdammte Axt, war da ein Baum im Weg, ne? Okidok, dann holen wir uns doch die Flachs nochmal. Diesmal im Idealfall, ohne irgendwie in Bäume reinzuknallen. Wow! Alter Latz! Der Wagen sind immer noch da unten. Geh ab, wenn's geht, damit wir uns um sie kümmern können. Ja, wie gefällt dir das, du Idiot? Gut. Ein Geschütz weniger, das uns Sorgen macht. So, und schnelle Wendung hier. Und dann holen wir uns das nächste. Los jetzt! Wir müssen etwas mit Jerry Vogel hinter uns. So, dann haben wir hier noch ein paar Flakgeschütze. Kriegen wir hin. Na, das hat... Okay, ist... Wir haben es geschafft. Okay, jetzt können wir wieder uns um die Flieger kümmern, oder? Yeah. Folge der Bomberformation. Halt die Jäger von ihnen fern. Kein Problem, Wilson. Das kriegen wir hin. Jetzt so langsam bin ich hier richtig schön drin. Meine Bomber verloren. Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst scheitert die Mission. Ich weiß. Jerry hat uns im Fadenkreuz. Festung wird nicht melodramatisch. Wow! Damn it! Ah, schade. Da war jetzt irgendwie ein Bomber im Weg. Ah, schön. Jo. Kein Problem, Wilson. Können wir eigentlich auch Feind, also Teambeschuss machen? Ich weiß.
Ups. Ja, warum? Das frage ich mich auch immer. Uiuiuiui. Ganz schönes Gewimmel hier. Da vorne. Got him. So, einmal im Kreis reparieren. Wunderbar. So, hier haben wir wieder. Oder hier. Ah, damn it. Vorne fliegt einer. Ah, der ist wieder. Ich frage mich, ob unser Wingnut auch mal irgendwie was trifft und was abschießt. Ah, war ich zu langsam? Feind auf 6 Uhr, schüttel ihn ab! Verdammter Mist! Ah, verdammt. Alter, jetzt sind wir ganz schön hoch oben. Bomber beschützen, kriegen wir doch hoffentlich hin. Oh Gott, da sind so viele Rohre am Himmel, das ist ja unglaublich. So, den haben wir. Den haben wir. Das war der letzte. Den haben wir. Verdammt, das war knapp. Wow! Und vor allem sind da vorne schon wieder Flakgeschütze. Ja, ist mir aufgefallen. Danke. Bingo. Bomben im Ziel. Haben sie schwer getroffen, aber noch steht die Festung. Wir müssen weitermachen. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Unsere Wagen werden unsere Bomber vernichten. So, ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Flugabwehr hier unten. Das ist nur ein Kratzer! Ein Kratzer? Ich hätte es fast den Kopf abgerissen. Unsere Bomberformation nähert sich.
Na komm schon. Wir sind noch in einem Stück. Verdammter Mist. Wir sind getroffen. Ey, hier muss man sich so hart konzentrieren, das ist unbelievable. Der ist ausgeschalten, dann kriegen wir den hier jetzt. Jawohl, ja. Dann haben wir den. Eieieiei. Ja, ich denke, da eine Welle kommt jetzt noch. Und dann dürften wir durch sein mit der Nummer hier. So, die haben wir jetzt auch mal erledigt. Wow! Wir sind nicht nur getroffen, wir wurden hart gestriffen. So, und schön hinten ranhängen. Scheiße, überhitzt. Und da kommt die letzte Welle Bomber, glaube ich. Mal kurz hinten dranhängen an den. War ich ein bisschen zu schnell? So. Und dich hier. Und dich hier. Yeah. Boom. Hat das geschafft? Ich höre ihn atmen. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Pech für ihn. Er hatte ganz andere Probleme. Na schön. Das sind Probleme, die, glaube ich, niemand gerne hat. Köder aufheben. Wirf einen Köder, um einen Soldaten wegzulocken. Ah, das sind Köder, das wir da immer geworfen haben. Okay. Na gut, dann und gib ihm bitte, und zwar eilig.